Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Wir spielen mal Reaper, den haben wir ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, in der Aufnahme haben wir noch nie gespielt. Und ich persönlich habe ihn auch so aber auch nicht mehr gespielt, eigentlich seit einer ganzen langen Zeit. Einfach nur aus dem Grund, dass ich ihn, keine Ahnung, nie mehr so wirklich enjoyed habe wie am Anfang. Also eigentlich habe ich am Anfang nur gespielt und dann irgendwie gar nicht mehr. Da war ja sich auch nicht so ganz wieso. Aber ja, das ist zum Beispiel so ein Grund, ne? Ich stand jetzt relativ nah bei Tracer und habe ihr aber überhaupt keinen Schaden gemacht. Obwohl das Tracer der schwächste Held im ganzen Spiel ist. Trefferpunkt technisch. Und ich habe sie nicht getötet. Und vorhin habe ich May gespielt und der hat mich mit 2 Schüssen getötet, ja. Das sind wieder die Sachen, die mich dann einfach nur übelst hart anpissen. Aber naja, was will man machen? Kann man jetzt noch nicht erwarten, dass ich jetzt heftig abgehe mit einem Held, den ich echt... Ich habe ihn halt legit jetzt echt, was weiß ich, wie lange nicht mehr gespielt. Also richtig lange. Deswegen kann man da jetzt echt nicht viel erwarten. Ach du Scheiße. Das ist genau das gleiche wie mit May, Alter. Da drücke ich 10-mal Umschalttaste und nichts passiert. Aber naja. Teamtechnisch geht es eigentlich heute. Ist relativ ausgeglichen. Aber ja, wir kriegen trotzdem auf die Schnauze anscheinend. Reaper soll ja der Pick gegen alle Tanks sein, aber davon merke ich jetzt auch noch nichts. Da! Ich mache hier gerade mal Hälfte Leben. Sie steht direkt vor mir, ich mache hier keinen Schaden. Ohne Scheiß, Alter, ich check's halt nicht. Wann macht denn der Held denn mal Schaden? Oh shit. Oh Gott. Scheiße, da sollte man ja nicht hinlaufen, wenn der Kessel nur die anhat. Fuck me, fuck me. Ja, keine Ahnung. Was will man dann noch machen? Ich glaube, da wird es auch nichts mehr verändern, wenn ich, was weiß ich, 10-mal Reaper spielen würde. Einfach nur schlecht. Aber ich weiß halt auch nicht, ich kann halt... Ups, fuck, falsche Taste. Ich kann halt irgendwie, ich spiele nur noch May und sobald ich einen anderen Helden spiele, ich mache halt auch gar nichts mehr. Ich meine, selbst wenn ich mit May mal schlecht spiele, ja, mit allen anderen Helden spiele ich auch 10-mal schlechter. Oh Gott, nein, ich bin doch genau reingelaufen. Noch kurz Verlängerung holen, aber das bringt ja auch nichts. Oh, noch ein Doppelkill gehört. Oh, es hat uns vielleicht sogar im Game... Wir haben halt nicht einmal den Punkt erobert, Alter. Das ist so schlecht, ey. Und wir kriegen ihn nicht mal, obwohl jetzt gerade 3 Gegner tot waren oder so. Das ist echt... wenn wir jetzt 16-0 verlieren, ist schon peinlich. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren zu 0. Oh, shit. Lucio Ulti. Oh mein Gott, what the fuck hat mir so viel Schaden gemacht? Ja, keine Chance. Was willst du da tun? Jetzt haben wir, glaube ich, echt viel. Ich bin Erster in Kills? What the fuck, Alter? Ich bin mit 3 Kills Erster. Also das sagt, glaube ich, ziemlich viel über das Team aus. Holy shit. Wow. Also liegt sogar nicht mal nur daran, dass ich schlecht bin, sondern ist das Team anscheinend diesmal auch echt nicht knorke. Ah, naja. Wenn wir im 100er, das ist der höchste im Spiel, der ist bei uns im Team. Aber vielleicht, aber naja, ich meine, er hat keine Gold mit. Naja, gut, schadensmäßig wahrscheinlich schon. Das ist halt wieder das Unlogische. Wieso habe ich 3 Kills, aber keine Goldmedaillen Schaden? Aber naja, ist ja scheißegal. Verloren ist verloren, da kannst du auch nur Silber mit, nur gar keine Medaillen haben. Das ist dann auch schon Wayne. Was halt nervt, ist, ich spiele irgendwie auch nur noch Herrschaft. Also ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich jetzt schon keine Fracht mehr gespielt habe. Nur noch Herrschaft. Also Herrschaft, Punkteroberung halt, aber keine Ahnung, wie nennt man das überhaupt in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach immer Herrschaft. Wow. Scheiß die Wand an, ey. Ich check's halt nicht, ich mach keinen Schaden, ich verstehe den Helden einfach nicht.
Wieso bin ich immer Two-Shot und alle anderen halten 100 Schaden? Ich hab den Soldier 10 mal getroffen und nicht ein bisschen Schaden gemacht. Ich versteh's einfach nicht. Ich verstehe den Helden nicht. Ohne Witz, ey. Bin einfach zu dumm für den Helden. Natürlich, ich weiß, der hat Schrotwaffen. Schrotwaffen, kleine Distanz, großer Schaden. Große Distanz, kleiner Schaden. Aber ich mein, ich stand nicht weit weg von dem Soldier. Und hab dem überhaupt keinen Schaden gemacht. Es kann mir keiner erzählen, dass ich weit weg von dem stand, ja. Okay, vielleicht war es nicht direkt vor ihm schon, klar, aber... Ey, mein... Das ist jetzt auch nicht, also ich meine, Schrotflinte, ich meine, du kannst doch aus 10 Meter abschießen und machst noch Schaden, ja. Also so ist es jetzt auch nicht. Oh, fuck me. Die haben zwei Soldier, natürlich, Alter. Holy shit, Alter. Ich hab den Punkt wieder nicht eingenommen, ey. Oh mein Gott, ist das peinlich. Mein Teleport voll vergessen. Achso, der hat schon wieder geholtet, ja klar. Selbstverständlich hat er das getan. Holy fucking shit, holy fucking moly. Oh Gott. Ich hab zwei Leben. Ich hab legit zwei Leben. Jetzt wetten wir, dass er mich jetzt abfängt. Oh. Ich wusste es, ey. Scheiß Pisse, Alter. Das gibt's nicht. Habt ihr gesehen, wie wenig Leben der hatte? Oh ja, da wird meine Ulti natürlich noch ausgeführt, ne? Aber meine Shift-Taste wird niemals ausgeführt, wenn ich sterbe, gell? Das ist wieder so ein Scheißdreck. Wenigstens habe ich noch 50%. Nice, wir haben eine AFK, ey. Ja, es ist eh over. Na, ja, alle tot. Alter Schwede, Mann. Aber was war das für eine Logik? Ich meine, gerade eben, ich war nicht sehr viel... Als ich da am Anfang an dem Haus stand, wie nah war ich da an ihm dran? Das waren keine 2 Meter zwischen uns. Und jetzt gerade war es die gleiche Distanz und da mache ich plötzlich Schaden. Oder habe ich jetzt den Kopf getroffen? Aber ich habe überhaupt nicht auf den Kopf gezielt, ey. Das wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Außerdem ist eine Schrotwaffe, die schießt ja eh überall hin in dem Kreis. Ja, das ist ja nicht umsonst so ein fetter Kreis. Wenn du nah dran stehst. Wenn so weit stand ich ungefähr weg vor, oder? Ja, so. Da trifft jede einzelne Kugel. Ich verstehe nicht, wie man da keinen Schaden machen kann. Und jetzt gerade war es vielleicht ein ganz kleines Stück näher. So vielleicht. What the fuck? What the fuck? Ach, habt jemand einen Basketball getroffen da? Hab ich noch nie gesehen. Ja, es ist einfach nur komplett retarded. Holy shit. Erstmal direkt Half-Life. Fuck! Ah, jetzt habe ich es vergessen, Shift zu drücken. Jetzt kann ich gar nicht mal das Spiel flamen, weil jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Aber in allen anderen Fällen habe ich es nicht vergessen und da hat es nicht funktioniert, ey. Scheiße nochmal. Das ist bitte... Oh, wir haben zum ersten Mal einen Punkt eingenommen, glaube ich. So traurig. Das ist echt traurig. Wir brauchen einen Heiler, ist es ein Joke? Wir hatten doch vorher einen. Oder hatten wir die ganze Zeit keinen? Wenn ja, dann wundert es mich nicht, dass wir verlieren. Einfach nur auf den Punkt campen, würde ich sagen. Nicht irgendwas handeln gehen. Fuck me. Irgendeiner ist da hinten. Yes, den Heiler gekillt. Fuck, 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 fuck. Keine Munition mehr. Das war nicht so gut. Aber ich habe zumindest noch ein paar Sekunden rausgezögert. Oh, und tot. Oh Mann, das hätte ich sein können. Er läuft hin, wird gegrabt, ist instant tot, hat gar nichts gemacht. Der hat doch gerade erst auf Soldier gewechselt, oder? Oder haben wir jetzt zwei? Nee, jetzt haben wir gar keinen mehr. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Das ist so scheiße, low einen runterzuwerfen, Mann. Warum ist das überhaupt möglich, ey? So eine Kacke. Und jemand aus unserem Team ist rausgegangen. Nice one.
Was mich als einziges richtig hat stellen in Overwatch ist, dass wenn jemand rausgeht, du kannst das Match ohne Strafe verlassen. Ja, wow, kriegst aber trotzdem eine Niederlage, ja. Also praktisch bringt es dir einen Scheißtrick, weil wer geht denn dann raus? Da probiert man es ja dann irgendwie trotzdem noch, oder? Oder nicht? Also, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn der Lucio nicht geholt hätte, hätte ich da jetzt richtig fett Schaden gemacht. Aber ist ja egal, wir verlieren sowieso. Jetzt auch noch 5 gegen... 4 gegen 6, ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was bringt es einem, dass man jetzt ohne Strafe verlassen kann, ganz ehrlich? Man hat ja trotzdem jetzt eine Menge Zeit in das Spiel investiert und ich meine, gut, die 50 Sekunden, da kann man noch weiter zocken, dann kriegt man wenigstens die Erfahrung für das Match. Und eine Niederlage kriegst du ja in beiden Fällen. Also was bringt es dir jetzt bitte ohne Strafe verlassen zu können? Es bringt nichts. Also das ist echt die sinnloseste Leave-Funktion aller Zeiten. Also Anti-Leave-Strafe oder was weiß ich für ein Scheißdreck. Also ohne Scheiß, es ist einfach so komplett useless einfach nur. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Und vor allem die Leute, die verlassen, was kriegen die denn bitte für eine Strafe, ey? Das wüsste ich auch mal gerne. Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe noch nie ein Spiel verlassen. Ich wurde nur mal wegen Inaktivität rausgekickt und das nur, weil ich, das habe ich euch ja sogar erzählt, weil ich bei der, weil ich an der Tür war. Das ist eh schon mega der Joke ist, dass man für sowas rausgeworfen wird, ey. Wenn man 2 Minuten nicht da ist. Echt mega der Witz. Na egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.